Also jetzt sind wir nochmal bei dem Punkt im Irak, nicht bei den Verhältnissen. Die jetzt amtierende Regierung ist schiitisch dominiert. Warum ist das so? Weil die Amerikaner die in den Sattel gehoben haben. Warum haben sie das getan? Weil sie die Situation vollkommen falsch eingeschätzt haben. Und zwar deswegen, im ersten Irakkrieg, als die Amerikaner den Hussein angegriffen haben, sind die Schiiten als Gegner Husseins, sind die Schiiten aufständisch geworden. Aber die Amerikaner haben den Krieg nicht damit beendet, den ersten, dass sie etwa die irakische Regierung in Bagdad, die Hussein-Regierung, abgesägt hätten, sondern sie haben ihn am Leben gelassen. Ja. Das hat bedeutet, dass natürlich die Hussein-Regierung sich an den aufständischen Schiiten im Süden gerecht hat. Mhm. So. Nun waren die Amerikaner aber so doof, dass sie jetzt beim zweiten Einmarsch in den Irak gegen Hussein geglaubt haben, sie haben jetzt wieder Verbündete. Sie können sich auf die Schiiten als alte Verbündete stützen. Ja. Die haben aber nicht dergleichen getan. Die haben sich gesagt, nee, wenn der Hussein wieder gewinnt oder am Leben bleibt, sein Regiment, sein Regime, dann geht es wieder an uns raus. Dann werden wir wieder zur Verantwortung gezogen. Die haben sich dann ruhig verhalten. Gleichwohl haben die Amerikaner jetzt dann den Irak ganz besiegt, haben den Hussein umbringen lassen, haben sie den schiitischen Henkern überlassen, ne, und haben sich auf die schiitische Bevölkerung gestützt, in der Vorstellung, das ist ja der Bevölkerungsteil, der immer gegen Hussein war. Und haben dabei aber die Abhängigkeit zu den religiösen Führern im Iran unterschätzt oder überhaupt nicht erkannt. So, was ist jetzt geschehen? Jetzt haben sie im Irak eine scheinbar Amerika-hörige Regierung, die natürlich von Amerika nimmt und auch sich im Irak selber vom amerikanischen Militär hat stützen lassen, nicht? Sie haben die Regierung beschützt, sonst wären die wahrscheinlich auch wieder im Chaos versunken. Aber jetzt haben wir die Situation, dass natürlich der Einfluss des Iran riesengroß ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, denken wir mal dran, wie das bei dem Erdogan war oder wie es in Russland war, als die Gegenrevolution unter Jelzin stattfinden sollte, also das Militär putschen wollte, dann sind die Massen auf die Straße gerufen worden und der Putsch war zu Ende. Und bei der Putsch in der Türkei, die haben vorher immer funktioniert, diese Handstreiche, militärische, ja, weil alle zu Hause blieben. Nein, hier haben die religiösen Führer, das ist ein Instrument, einfach über ihre zigtausend Minarette die Bevölkerung aufgerufen, auf die Straße zu gehen, und dann war Schluss. Und das können natürlich die Mullahs auch. Sie können über ihre religiösen Führer bis in die letzte Dorfmoschee hinein, können sie die schiitische Bevölkerung aufrufen zum Kampf. Auch im Irak zum Beispiel. Auch im Irak. Und das haben die Amerikaner unterschätzt und das ist der große Nachteil. Das ist so, wie du es jetzt gesagt hast, glaube ich. Ja, ja, so muss man das sehen. Ja, also spielt doch indirekt auch Religion eine gewisse Rolle. Ja, und es wird wieder offenbar diese katastrophale Unkenntnis der dortigen Verhältnisse, ja, und Völkerschaften. Ja. Geheimdienstliche Informationen, die haben sowieso immer einen großen Nachteil. Da kommen sehr viele falsche Ergebnisse zum Schluss raus bei der Auswertung, weil Erkenntnisse über Feindstaaten beschafft man sich, indem man sich auf die dortigen Regimegegner stützt. Ein anderer gibt ja die Informationen nicht. Mhm. Und da ist oft eben auch, sind die Nachrichten gefärbt, da ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Die stellen die Situation, die wollen oft den Einmarsch des anderen, damit ihr Regime stürzt, und stellen die Situation so dar, als wenn das ein Kinderspiel wäre.
jetzt um mal abzuschweifen, aber gleichwohl gehört es zum Thema. Ich habe mir zum Beispiel angeschaut, finnische Betrachtungen zum Kriege, damals der finnisch-russische Krieg, ja, nicht? Ja, ja. Vor dem Zweiten Weltkrieg. Und da war es so, die Sowjets sind in Finnland, haben Finnland überfallen, weil ihr Geheimdienst aus finnischen Kreisen fehlinformiert war. Mhm. Die finnischen Nachrichtenspender waren Kommunisten, das war die kommunistische finnische Partei, die sehr klein und unbedeutend war. Und die hat es den Russen immer so dargestellt, als würden die finnische Bevölkerung nur darauf warten, dass die Sowjetunion kommt und sie befreit. Und dann waren sie sehr verwundert, dass das nicht mehr der Fall war. Und dann sind ganz komische Sachen kommen davor. Die Russen haben dann das Haus eines Nationalhelden, eines Dichters bombardiert, obwohl die gar nicht wussten, dass der schon lange tot ist. Mhm. Also solche Dinge. Und bei der Auswertung können sie halt nicht mehr unterscheiden zwischen Wunschdenken der Informanten und zwischen tatsächlich guten Informationen. Da kommt dann sowas zustande. Ja, wir sollten vielleicht noch mal auf ein Thema zum Schluss kommen. Türkei. Ja. Die Rolle der Türkei, ja, in dem Konflikt. Wir sehen ja die ganze Landmasse von Teheran bis zum Mittelmeer. Also bis Libanon und Syrien, Irak und Iran. Das ist ein Operationsgebiet, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich. Wirtschaftlich wegen dem Öl und militärisch sowieso auch wegen der Interessenlage Israels. Auch historisch natürlich. Ja. Und wenn es zum Krieg kommt, steht natürlich auch die brennende Frage im Raum, wie sich dann die NATO-Mitglieder verhalten, ja, müssten. Die Amerikaner werden sofort rumblasen, werden sagen, wir werden schreien, wir sind angegriffen worden. Und wenn Israel angegriffen werden soll, dann werden natürlich die NATO-Länder, Deutschland vorn dran, auch der Meinung sein, dass wir in diesen Krieg mit einsteigen müssen. Wir sind mit Sicherheit blöd genug, das zu tun. Ob es die Türken tun, als NATO-Mitglied, habe ich Zweifel. Ich habe erhebliche Zweifel daran. Ich möchte nicht darauf wetten, dass die Türkei ewig in der NATO verbleibt. So sieht es heute aus. Ja, und ich habe schon vor Jahren geschrieben, wenn ich der Berater der Türkei wäre, dann würde ich denen zur Neutralität raten. Mhm. Und damals ging es auch immer darum, wollten unbedingt in die EU. Ja. Und dann habe ich gesagt, wenn ich der Berater der Bundesregierung wäre, würde ich Ihnen raten, die Türkei in die EU aufzunehmen. Mhm. Wenn ich der Berater der Türkei wäre, würde ich Ihnen raten, nicht in die EU zu gehen. Ich würde Ihnen raten, auch heute noch den Gedanken der EU beizutreten, dieses totgeborene Kind, da muss man nicht dabei sein, und auch aus der NATO auszutreten. Und das kann passieren. Die NATO kann nicht so leicht einen rausschmeißen, aber die einzelnen Glieder können gehen. Und wenn wir jetzt sehen, das ist ja ganz neu in der türkischen Geschichte, da hast du es wieder, die Geschichte kann man nicht mehr brauchen. In der türkischen Geschichte war der Erzfeind immer Russland, weil die sich als Nachfolger des Byzantinischen Reiches gesehen haben, immer Konstantinopel haben wollten, die Meere beherrschen wollten. Jetzt ist das anders. Die Russen haben kein Interesse daran, sich weiter nach Süden auszudehnen. Früher war das so, im alten Krimkrieg die Beherrschung der kaukasischen Völker, nicht zur Zeit von Katharina und später. Dieses Interesse, sich auszudehnen, das haben die Russen heute nicht mehr. Und da hat die Türkei hat nach Russland hin die Flanke ruhig, die ganze Schwarzmeerfront. Und die Russen müssen gar kein Interesse daran haben, die Türkei in ein Bündnis zu bringen. Die wollen gar kein Bündnis. Eine neutrale Türkei wäre das Allerschönste, was ihnen passieren kann. Dann ist die Flanke geschützt. Man muss sich mal vorstellen, die Flanke war
als der Schah noch da war, diese säbelrasselnden Türken, die militaristischen Türken und der hochgerüstete Schah, das war ja eine lange, gefährliche Flanke für die Sowjetunion damals. Das ist heute nicht mehr. Persien muss auch aus der Sicht der Russen erhalten bleiben, der Iran, weil er die Flanke schützt. Und wenn sie die Türkei auf ihre Seite hinüberziehen können, zur Neutralität bewegen können, wäre für alle nur ein Vorteil. Für die Amerikaner, denen und auch geht das schärfste Schwert in der NATO verloren. Das wird eine große Rolle spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Türken sich in den Krieg hineinziehen lassen. Nee, das nehme ich auch nicht an. Nicht mehr. Das wäre vor einigen Jahren noch ganz anders gewesen. Aber was sind jetzt die Interessen der Türkei? Ist das Kurdenproblem, ist das noch, das existiert ja noch. Lässt sich das lösen? Wie will das der Erdogan lösen? Also ich muss sagen, wir haben ja auch mal länger über den Erdogan gesprochen. Ja, ja. In gewisser Weise habe ich meine Meinung über den Erdogan auch schon ein bisschen geändert. Und bei den Türken ist es auch so, wenn ich mich mit denen unterhalte, sie stehen hinter dem Erdogan. Mhm. Einer hat mir gesagt, meine Oma hat nicht gewusst, wovon sie leben soll, jetzt kriegt sie eine Rente. Ja. Vorher hätte sie die nicht bekommen. In der Kurdenfrage stehen die Türken auch hinter ihm. Mhm. Obwohl der Erdogan eigentlich gar nicht, anfänglich da gar nicht so scharf war, sondern eher versöhnlich war. Da muss ich sagen, das war schon auch dieses verkrampfte Nationalbestreben der Türken mit der PKK. Überhaupt diese Nationalbestrebungen, die wir jetzt erleben, überall auf der ganzen Welt, wenn ich an die Spanier denke und an die Katalanen oder die Ukrainer, alles Irrsinnige. Die Ukrainer sind Urrussen, nicht? Nur weil sie einen Vokal anders betonen. Ob ich Kharkov oder Kharkiv sage, wenn ich Kharkiv sage, ist es ukrainisch, wenn ich Kharkov sage, ist es russisch. Es ist vollkommener Blödsinn. Sie machen sich zu Kleinstaaten, nicht? Die allein nicht mehr lebensfähig sind und werden der Spielball der großen Staaten. Und aus der Sicht der Türken, die Kurden ganz anders umwerben müssen. Ja. Sie hätten ihnen einen kulturellen Sonderstatus, eine Selbstverwaltung geben müssen. Das war ja beim Sultan auch so. Beim Sultan hatten die kurdischen Gebiete eine weitgehende Selbstverwaltung, die man in Ruhe gelassen hat. Als dann der Atatürk an die Macht kam, hat er die Zentralgewalt spüren lassen. Prompt ist es zu Aufständen gekommen. Die wollten ihre von alters her bestehende gewisse Unabhängigkeit und Eigenständigkeit nicht aufgeben. Aber hier hätte man umdenken müssen. Man hätte ihnen ihr Nationalgefühl, man hätte ihnen das nicht einkürzen dürfen. Ich hätte das anders gemacht. Ich hätte sie gelobt und hätte, guck mal, so ein uraltes Volk haben wir hier unter uns, ne? Mit einer eigenen Kultur. Ja. Die sind schon viel länger wie hier, stehen aber treu zu unserem Staat. Und jetzt kommt noch der Punkt. Freilich, ich habe mich mit dem Erdogan noch nicht unterhalten und wenn, wird er mir wahrscheinlich auch nicht die Wahrheit sagen. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, da wo es geht, scheinbar geht, der hätte schon gerne die Provinzen, die 1918 der Türkei abgenommen worden sind, wieder zurückholen. Das kann man ja auch verstehen. Ne? Und auch der Griff jetzt nach Libyen. Das ist ja auch sowas. Libyen war ja auch mal eine türkische Provinz, nicht? Die ihnen gewaltsam abgenommen worden ist. Vielleicht kann man das auch unter diesem Aspekt sehen. Und natürlich können türkische Kreise denken, was heißt hier Irak? Das ist unser Öl. Das hat man uns gewaltsam abgenommen. Oder in Syrien zum Beispiel. Und das könnte schon sein, dass der Gedanke eine Rolle mitspielt. Aber dann sollen sie es doch anders machen.
Und da komme ich jetzt mal zu Lenin. Der hat zu den damaligen Balkankriegen gesagt, sie hätten es leichter haben können, sie hätten es einfacher haben können, sie hätten einen Unionsstaat bilden können. Wenn sie zum Beispiel mit dem Assad zusammen einen Unionsstaat gebildet hätten und mit dem Irak, wäre das Problem gelöst. Aber das ist vorbei, das geht jetzt nicht mehr. Das Kurdenproblem ist sehr schwer. Ich habe sehr viel Sympathien für die Kurden, aber ich sehe natürlich auch, die sind anders national als unsere. Unsere Nationalen sind rein völkisch, abstammungsmäßig, rassisch ausgesprochen oder unausgesprochen, was natürlich in der Praxis immer zu großen Problemen führt und gar nicht durchhaltbar ist. In einem Volk, was so gemischt ist wie das unsere. Selbst wenn es das nicht wäre, es ist ein Anachronismus. Bei den Kurden ist es so, solche Gesichtspunkte haben sie nicht. Wer sich zum kurdischen Staat, zu diesem Erbil-Staat bekennt, ist willkommen. Der kann, auch wie er aussieht, ist ihnen auch egal. Nicht? Der kann dunkelhäutig sein oder hellhäutig. Sie sind halt Sozialisten. Mhm. Gleichwohl Sprache und Kultur und eigenständig, der halt dazukommt, der Kurde sein möchte, der muss sich halt unterwerfen und muss das akzeptieren. Es ist eine andere Sicht auf den Nationalismus. Gleichwohl, ich bin heute so weit, man unterstellt mir ja immer, man glaubt immer, ich sei der Supernationale, Deutschnationale. Ich sehe heute den Nationalgedanken. Den Nationalgedanken genauso gefährlich wie die Religion. Und auch da, er ist ja ein relativ junger Gedanke. Gab es doch vorher alles nicht. Gab es bei Karl dem Großen nicht. Wir waren dreisprachig bei Karl dem Großen. Ja. Mit Latein waren wir viersprachig. Ja. Auch der Iran, diese Riesenreiche waren viel Völkerstaaten mit verschiedenen Sprachen. Und die Amtssprache. Und Verkehrssprache, Amtssprache nicht, aber die wirtschaftliche Verkehrssprache, Diplomatensprache im alten Perserreich war nicht persisch, sondern stammte da aus dem assyrischen Gebiet. Ah ja. Okay, aber vielleicht lassen wir es da erstmal stehen. Machen wir da wieder eine Pause. Ja.